gerade in Ponta Delgada, der Hauptstadt, und haben dort zu Mittag gegessen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hat sich das Wetter so um 200.000 Grad gedreht. Wir hatten gestern noch Sonne und lagen am Strand. Heute haben wir Nebel und Regen und wir werden jetzt noch mal an unseren Barsch-Hotspot fahren. Muss schon gut aufpassen, dass man hier keine Kuh oder keinen Fahrradfahrer oder keinen Fußgänger oder keinen Vogel rammt. Das ist schon eine Herausforderung hier. So, jetzt sind wir hier unten im Tal. Es ist wieder mega warm. Ich habe in den letzten Tagen gut mit Gummifisch gefangen. Jetzt versuche ich es gerade mal so ein bisschen mit so ein paar Rattlebaits, Lipless Crankbaits, um die Fische erstmal zu finden. Das Gute ist hier schon mal, dass man eine relativ gute Struktur hier ist. Also hier ist gefühlt eine ganz gute Kante. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Barsche hierher ziehen, dass sie sich das Ding reinballern. Weil die Fische hier halt wirklich, wie gesagt, sehr, sehr wenig kennen. Also Angler hier heute mal wieder keiner da. Meine Frau ist richtig motiviert. Ey, was soll das? Mit der Profi-Route. Shakespeare Omni, beste Qualität und auch beste Schwarzanglerroute. Ja. So, wir haben jetzt den zweiten Spot hier beangelt, haben leider nichts gefangen. Wir machen es eigentlich ganz einfach. Stelle abwerfen, gucken, was da für eine Struktur ist. Dann verschiedene Köder probieren. Es gibt auch hier Köder, wo sie mehr drauf und weniger drauf ansprechen. Das haben die letzten Tage gezeigt. Ja, und ansonsten Meter machen, ne? Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Spot. Hier vorne ist nochmal eine interessante Stelle. Immer 1-2 Uhr. Scheiße. Ja, okay. Oh, nur eine Barsche. Echt? Jetzt bleiben wir erstmal hier. Echt? Hier unten. Bist du erst vom Köder? Krass, zwei Stück. Wow, noch einer. Ach. Ja, immer noch nichts. Wir fahren jetzt noch mal ein paar Meter um den See. Ist ja nicht so klein, der See. Und ich habe da vorne eine Kante gesehen. Vielleicht steht da ja Barsch. We will see. Ja, Kraut. So fährt wahrscheinlich 2 Meter. Kannst du vergessen. Schon heftig. So, hier ist es jetzt deutlich tiefer. Ganz interessant, das ist oft so, ne? Kennt man ja auch von Norwegen. Wenn man so Gebirge hat, die steil abgehen, geht es halt auch im Wasser noch mal ein bisschen mehr runter. Und hier haben wir bestimmt so 8 bis 10 Meter. Da waren Karpfen. Jetzt geht es vorne noch mal auf den Landzunge. Zu gucken, ob vielleicht da die Fische sind. Schön Kraut hier vorne. Ah, es muss gleich knallen. Schade. Yay, da ist er. Der dritte Azorenhecht. Gut halten. Foto, ne? Ja. Oder? Oh. Okay. Foto machen? Ja. Film? Achso, ja, ich filme noch, oder? Ja, okay. So, hier ist er. Oh, schön. Jetzt war er dritter Zorn. Ich bin gar nicht so ein kleiner. Richtig gut. Okay. Du liest nicht gefilmt. Das sollte mal wieder sehr schnell gehen. Aber gefangen. Also es wurde auch Zeit. Wir haben jetzt bestimmt schon gut 1,5 Stunden geangelt und ich wurde belohnt. So, jetzt machen wir noch ein paar Wurf.
So, Mini-Fazit entschneidert bin ich, ein Hecht und ein kleiner Barsch. Ja, ist ein Erfolg, definitiv. Ich bin zufrieden. Klar, will man mal mehr, aber das war wieder ein neuer Bereich, den wir heute erkundet haben. Und dafür ist es doch ja, schon mal gar nicht so schlecht, wenigstens Kontakt gehabt zu haben. Morgen wird es wahrscheinlich nochmal, egal was für ein Wetter, mit dem Kanu auf den See gehen. Da hatten wir die besten Resultate erzielt. Und ich glaube auch, dass die morgens aktiver sind. Also das hatten wir jetzt die letzten Tage immer, dass die Fische morgens besser gebissen haben als abends. Ja, wir werden sehen. Ich freue mich drauf und sage auf Wiedersehen.